Yo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Road to Glove Unboxing. Heute schon die zweite Episode. Und ich habe wieder 10 Hydra-Kisten am Start, also eigentlich 20, weil ich dann noch eine Episode vorproduzieren werde. Aber ich werde nur 10 öffnen. Ich habe mir auch nur 10 Schlüssel gekauft, damit ich nicht eine zu viel oder eine zu wenig aufmachen muss und dann nicht nachzählen werde. Außer ich ziehe jetzt natürlich dann Handschuhe, dann hat sich das eigentlich auch wieder so erledigt. Mit einer Kiste ziehen. Ist die etwas laut? Also mit einer Kiste ziehen, mit einer... Das rede ich. Dann sieht es dann auch erledigt mit einer Schulter vorrundziehen, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass ich hier jetzt gleich reinlacken werde. Ich finde es eigentlich schade, dass es bis jetzt nur zwei Kisten gibt, wo man die Gloves ziehen kann. Aber... Jo. Mal wieder blau. Dafür blau FN. Okay, gut. So. Das ist wieder Blue. Es ist wirklich, keine Ahnung, ich habe in letzter Zeit keinen Lack mehr. Also, das ist immer so. So, hatte ich kurz wieder eine Glückssträhne, zieh da ein Knife und ein Stat-Track Redskin RK, Platzboard. Aber, ja, und dann kommen wieder 100 Kisten, wo ich nur Blau ziehen werde. Ist sie schon wieder FN? Ja, das ist sie. Wenn ich jetzt 10 mal blau ziehe, bin ich mad. Also normalerweise ist es mir so blau, violett, einmal pink. Aber... Ja. Komm, ich reibe jetzt einfach... Warte mal. Ich nehme diese und reibe jetzt mal die Hellfire. Die Galil und die Dwarf Pirates habe ich schon mal geunboxt, aber die Hellfire noch nicht. Ich kann ja auch mal da hier reiben, aber... Komm schon, Alter. Die werden FN auch mit V-Euros wieder. Fahren wir es nicht. Schade, schade. Ich war auch am überlegen, ob ich ein Roll to Glove Unboxing Video mache oder ein Gambling Video. Nur wusste ich nicht, auf welcher Website ich gamblen soll. Da könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, auf welchen Webseiten ihr so ein Gamblen seid. Weil Drake Moon ist... Oh, da war der RP. Drake Moon habe ich hin und wieder mal gegambelt, aber die Seite finde ich ja irgendwie nie mit Profit. Dann was gibt es noch? CSGO Case habe ich auch lang gespielt. Früher habe ich da übelst den Profit gemacht, aber momentan, also die letzten paar Male war das auch relativ wenig, beziehungsweise bin ich da bruch gegangen. Also, was ist da los, Alter? Ich ziehe jetzt 10 mal Blue. So ist. Gut überlegen. Immerhin ein Purple muss drin sein. Weil wenn ich jetzt ziehe. Ja gut. Das wäre dann glaube ich die schlechteste Episode, was ich jemals hatte. Wo ich 10 Kisten aufhebe und 10 mal blau. Aber es ist eigentlich jetzt auch nicht gerade mehr wert. Ja. Gut, das war dann ein relativ schlechtes Case-Unboxing. Aber egal. Ich habe noch 10 Kisten, ich werde die dann auch gleich noch aufhebeln. Aber in einem anderen Video. Für einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Dann könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wie gesagt, was für Webseiten ihr so kennt oder wo ihr gut Profit macht. Oder generell, wo ihr einfach unterwegs seid, wo ihr gambelt. Vielleicht werde ich dann auch ein Video dazu machen. Mal gucken. Ich werde mir dann die Webseiten mal anschauen, ob sie mir... gefallen, sage ich mal. Ja, ansonsten war es das dann auch wieder mit dem Video. Sage ich euch ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.